Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Na, wie nennen wir ihn denn? Hätte er jetzt gesagt. Hans Moser, der große und begnadete Wiener Volksschauspieler. Und wer jetzt schon weiß, wo ich bin, der muss wohl ein Hitzinger sein. Das Denkmal von Hans Moser steht natürlich im Hans-Moser-Park gegenüber dem Hitzinger Amtshaus am Hitzinger Quai Nummer 1. Dieser Mandolinenspieler befindet sich ebenso am Hitzinger Quai 7 bis 9 wie dieser ruhende Fischer. Und ebenfalls in diesem Gemeindebau, ja, auch das gibt's in Hitzing, finden wir dieses nüsseknackende Eichhörnchen. Vorbei am Café Dommeier, in dem früher, also vor über 100 Jahren, der berühmte Johann Strauss regelmäßig aufspielte, kommen wir zum Hitzinger Platz. Und dort sticht zunächst einmal das Denkmal des Erzherzog Ferdinand Maximilian, als Maximilian dann eher unglücklicher Kaiser von Mexiko, ins Auge. Von der Mariensäule schwenkt der Blick dann zur Kirche am Platz, der Hitzinger Pfarrkirche. Gute Idee, die Geschichte mit der Tauschbibliothek in der ehemaligen Telefonzelle, oder? Nun, in welchem Haus in der Nähe des Schlosses Schönbrunn wohnte der große Thomas Alva Edison vor ungefähr 110 Jahren? Natürlich im Schlosshotel. In einem weiteren Gemeindebau in der Volkgasse 5 sehen wir hier Spiele aus dem Biedermeier. Und gleich daneben die ersten Frühlingsboten. In diesem Fresko am Hausnummer Elisabethallee 22 ist doch glatt eine Sonnenuhr versteckt. Und nur wenige Häuser daneben nascht scheinbar diese Giraffe am noch nicht vorhandenen grünen Knospenberg. Und das deutet doch immerhin auf die Nähe zum Zoo Schönbrunn. In der Adolf-Lorenz-Gasse Nummer 4 finden wir diesen Vogeltrinkbrunnen und gleich gegenüber auf Nummer 5 dieses Schneckenpärchen. Giraffen hatten wir doch schon. Aber diesmal gleich im Doppelpack. Situiert sind diese zwei in der Herwesegasse 9 bis 13. Im Oskar-Strauß-Park am Spitz-Hermes-Straße-Wolkersbergen-Straße findet sich diese tanzende weibliche Figur als Oskar-Strauß-Denkmal. An die Grundsteinlegung der Friedensstadt in diesem Teil von Hitzing erinnert dieser Gedenkstein in der Friedenszeile Nummer 20. Diese Nierosta-Plastik namens Welle steht, na logisch, da wo es mit Wasser zu tun hat, ergo beim Hitzinger Bad. Schade, dass dieses hübsche Wetterhäuschen gegenüber von Hitzinger Hauptstraße 44 keine Wetterdaten liefert.
Im Hügelpark finden wir natürlich das Denkmal des Naturforschers Alexander Freiherr von Hügel. Ob er auch das hässliche kleine Entlein im danebenliegenden Kindergarten erforscht hat? Diese stillende Mutter mit Kind aus Granit finden wir in der Sporstraße 27, Ecke Turgenevgasse 1. Was dieser Pfeiler darstellen soll, werdet ihr wohl schwer erraten, also helfe ich aus. Die Stadt wächst hinaus. Wir finden ihn in der Hummelgasse 60. Gerade in Zeiten wie diesen sollte man sich der Widerstandskämpfe erinnern. Dieser hier heißt Karl Münichreiter und gab sein Leben im Kampf als Schutzbündler gegen die Heimwehrtruppen des damaligen Regimes in Österreich. In der Bossigasse 14 hält dieser Dickhäuter sein Nickerchen. Die Kirche zum Guten Hirten ist eine sehr moderne Kirche in Hietzing. Und sie bietet auch im Inneren einige interessante Details, wie einen modernen Kreuzweg. Eine beliebte Grünoase im sowieso grünreichen 13. Bezirk ist am Roten Berg, wo nicht nur Vierbeiner sich austoben können, sondern man auch einen sehr schönen Blick sowohl auf den 13. Bezirk als auch auf weite Teile von Wien hat. Gestatten Schmidt. Ja, ein typischer österreichischer Name, aber dieser Franz Schmidt war auch ein berühmter Komponist. Sein Denkmal steht im Franz-Schmidt-Park. Bei diesem Denkmal für Max Mell im Max-Mell-Park hat man sich allerdings eher wenig Mühe gegeben. Und wenn euch jetzt noch was fehlt, natürlich Schönbrunn und der Tierpark. Aber die wurden ja im Rahmen des kleinen Stadtstreichers schon ausführlich präsentiert. Daher jetzt nur ein paar bildliche Impressionen.